Okay, machen wir weiter. Okay, wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, das Wichtigste für mich. Danke. Wenn Sie überhaupt irgendwas aus dieser Vorlesung mitnehmen, dann ist es ein Konzept darüber, was empirische Forschung bedeutet und was empirische Forschung in den Rechtswissenschaften bedeuten könnte. Und damit wir das richtig gut behandeln können, müssen wir ganz weit ausholen, nämlich was ist überhaupt Wissenschaft? Das fragen wir uns in diesem Kapitel ganz kurz. Das große Kapitel heißt Einführung in die Ökonometrie. Und Sie fragen sich jetzt vielleicht, was Ökonometrie heißt. Ökonometrie, das Wort besteht aus zwei Teilen. Das erste ist Ökonomik, klar. Ökonomisch, da steckt Ökonomik drin. Und der zweite Teil Metrik. Ja? Mit anderen Worten, es geht also um die Messung ökonomisch relevanter Daten oder Phänomene. Das ist jetzt aber noch nicht sehr aussagekräftig. Und daher für uns die beste Definition ist, in der Ökonometrie geht es um die statistische Überprüfung, das ist die Empirie, von aus wirtschaftstheoretischen Modellen generierten Hypothesen. Sie sehen jetzt schon, ganz wichtig, fett markiert, Empirie und Theorie, ne, als zwei Pole der wissenschaftlichen Forschung. Und aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass immer beides da ist. Klar gibt es Leute, die immer nur Theorien, immer nur theoretisch arbeiten, aber da muss man sich irgendwann fragen, was hat das mit der Realität zu tun? Andererseits gibt es Leute, die nur empirisch oder statistisch arbeiten. Da kann man sich dann irgendwann fragen, was ist denn da die wissenschaftliche Grundlage? Das nur ganz kurz zum Wort Ökonometrie. Und dann möchte ich vorab was zur Literatur sagen. Vielleicht kann das ganz hilfreich sein, wenn ich immer vor dem eigentlichen Kapitel was zur Literatur sage. Das hier ist jetzt die Literatur, die wir für das erste Kapitel benutzen werden. Beide Quellen sind auf Englisch. Gerade jetzt am Anfang des Semesters gilt, wenn Sie es nicht gewohnt sind, viel wissenschaftliche Texte auf Englisch zu lesen, sollten Sie sich gerade jetzt am Anfang des Semesters ein bisschen mehr Zeit nehmen, sich daran zu gewöhnen. Wenn Sie es jetzt vielleicht nicht, dass Sie am Ende des Semesters dann vor einem unbewältigbaren Berg stehen und dann der auch noch auf Englisch ist. Die erste Quelle hier, oder vielleicht zu beiden, beides sind Quellen, die sind spezifisch für Juristen geschrieben. Ja? Also beides sind Quellen, die werden benutzt, um mit Juristen in den USA methodischen Background zu geben für Fälle, in denen empirische Evidenz benutzt wird. Ja, also das ist für Richter und für Staatsanwälte, für Anwälte. Ich weiß, in Deutschland ist das viel weniger verbreitet, diese Praxis, vor Gericht empirische Evidenz zu benutzen. Aber ich glaube trotzdem, dass es wahrscheinlich angemessen ist, ne, in so einem Kurs wie hier, wo es um rechtliche Fragen geht, solche Quellen auch zu benutzen. Und die Beispiele, die da drin vorkommen, sind typischerweise auch auf rechtliche Fragen zugeschneidert. Und deswegen habe ich es verlinkt. Beide Sachen habe ich Ihnen heute auf Moodle hochgeladen. Sie sehen, das erste ist ein Kapitel aus einem größeren Buch, Modern Scientific Evidence. Und das zweite ist tatsächlich so eine Art offizielle Quelle, ne, für Richter in den USA, wenn es um empirische Evidenz geht. Es ist auch ein Kapitel aus einem viel größeren Buch. Und ich finde, es ist ziemlich schön knapp, aber verständlich erklärt. Wenn Sie bei den
Literaturquellen irgendwelche Stellen nicht verstehen oder irgendwelche Probleme mit Ausdrücken haben, auch ins Moodle-Forum schreiben. Ja, sie sollen nicht an technischen Aspekten scheitern, aber sie sollen auch nicht aus rein sprachlichen Gründen an irgendeiner Quelle scheitern. Ne, das wäre auch nicht gut. Also inhaltlich, das erste, der Text von Fakeman und Sachs und Sanders, da geht es so ein bisschen grundlegend darum, was ist wissenschaftliche Forschung, was sind die wichtigsten Begriffe und so, was ist überhaupt wissenschaftlich und welche Methoden benutzt Wissenschaft. Und die zweite Quelle von Kay und Friedman, da, sobald es um statistische Sachen geht, wird dann die zweite Quelle relevant. Nichts, was ich Ihnen in diesem Kapitel erzähle, ist nicht Standard. Ja? Also das hier sind die Empfehlungen, die ich Ihnen gebe und die Literatur, auf denen ich aufbaue. Aber wenn Sie halt irgendwas anderes finden, irgendeine andere Quelle, die für Sie viel besser ist und wo genau das Gleiche beschrieben wird, dann benutzen Sie halt die Quelle. Ja? Also ich ermutige Sie, auch selber nach Sachen zu suchen. Wenn Sie finden, das ist total schrecklich geschrieben, suchen Sie selber mal nach. Das ist jetzt keine Ermutigung, dass Sie komplett aus Wikipedia lernen, aber schauen Sie auch mal selber, ob Sie andere Sachen finden. Ja? Ich bin relativ neutral, was Wikipedia angeht. Ich finde, das Konzept ist toll. Für wissenschaftliche Themen gibt es manchmal gute Seiten, manchmal nicht. Das Problem ist, es ist nicht immer gewährleistet, dass es gut ist. Aber oft ist es ein guter Einstieg, zumindest mal. Ja? Es wäre dann anders, wenn Sie jetzt Hausarbeiten schreiben müssten. Ja? Dann wäre es ein bisschen kritischer. Wenn Sie jetzt finden, dass diese Quellen viel zu oberflächlich sind und Sie das Gefühl haben, ich würde gerne viel mehr über die statistischen, technischen Details wissen, dann müssen Sie tatsächlich dann ein echtes Ökonometrie-Lehrbuch heranziehen. Und was ich Ihnen hier jetzt zitiert habe, ist von Jeffrey Wooldridge, Introductory Econometrics. Das ist wirklich meiner Ansicht nach das einführende Buch, das am allerbesten geschrieben ist. Es ist trotzdem viel Mathematik und Wahrscheinlichkeitsrechnung drin, aber es ist weniger als in allen anderen und es ist sehr gut geschrieben. Es gibt es hier auch in der Uni Kassel in der Bibliothek, wenn Sie sich mal da reinschauen möchten. Aber vielleicht ist das eher dann später relevant, wenn Sie wirklich irgendwann entscheiden, mal selber ein bisschen Statistik zu betreiben. Fragen zur Literatur? Okay, fangen wir an. Wie schon gesagt, bevor wir direkt in Statistik und Ökonometrie einsteigen können, machen wir erst einen kurzen Ausflug zu den Grundlagen der Wissenschaftstheorie. Worum geht es denn überhaupt bei Wissenschaft? Was ist Wissenschaft? Haben Sie Vorschläge, wie man das definieren könnte? Was ist Wissenschaft? Dieser Stuhl ist unglaublich bequem.
Ich werde Ihre Antwort nicht benoten. Gar keine Idee, was Wissenschaft ist? Ja, erstmal stellt man sich eine Frage, wenn man etwas wissen will. Okay. Und diese Frage versucht man dann möglichst allgemeingültig und objektiv zu beantworten. Okay, das ist schon mal ein guter Ansatz. Also man braucht eine Fragestellung, irgendwas, was einen interessiert, und dann versucht man das irgendwie allgemeingültig und logisch zu erklären. Ja, es ist ziemlich das, was ich hier als Definition anführen würde. Nämlich, in meiner Quelle wird es so beschrieben, Wissenschaft ist der Versuch, unter Anwendung von Logik ein empirisches Phänomen so zu betrachten, dass valide Schlüsse, allgemeingültige Schlüsse, in Bezug auf das Phänomen gezogen werden können. Ja? Also der Kommilitone hat quasi in schöneren Worten das gesagt, was hier steht. Wichtig hierbei, bei dieser Definition, ist, dass das Phänomen, um das es geht, empirisch ist, also in der realen Welt beobachtbar. Die Betrachtung, die Wissenschaftlerin durchführt, kann also theoretisch und empirisch sein, sollte aber nie rein theoretisch erfolgen, zumindest nicht für ein ganzes Gebiet. Ja, also es gibt natürlich Forscher, die rein theoretisch arbeiten und das ist ihre Spezialisierung, aber ein ganzes Gebiet, also man muss sich immer fragen, wofür macht man das? Ja, weiß nicht. Einige von Ihnen kennen vielleicht Big Bang Theory. Sheldon ist ein theoretischer Physiker und alles, was er macht, ist halt in einer Welt, die es vielleicht geben könnte, aber man weiß es nicht so genau. Und da muss man sich halt irgendwann fragen, inwieweit ist das wirklich relevant für uns, für die Welt, für die Gesellschaft? Denn was Wissenschaftler machen, ist ja typischerweise vom Staat finanziert und sollte in irgendeiner Weise auch der Gesellschaft zugutekommen. Ja, deswegen, aus meiner Perspektive, ich finde, Wissenschaft braucht immer Empirie und Theorie. So, und aus der Definition hier können wir aber auch sehen, Wissenschaft ist immer eher ein Prozess als was Festes. Ja, also Wissenschaft ist nicht irgendwie irgendwas Bestimmtes, was wir festhalten können, sondern irgendeine Art von Prozess. Und diese Art der wissenschaftlichen Betrachtung ist Standard für die Naturwissenschaften. Ja, also wenn Sie zurück an Physikunterricht in der Schule denken, haben irgendeine Frage und dann machen sie zusammen einen Versuch, beschreiben den Versuchsaufbau und dann schauen sie, was rauskommt. Ja? Also Naturwissenschaften sind inhärent so veranlagt. Theorie, Empirie und dann zurück zur Theorie. Sozialwissenschaften sind eigentlich auch so, bloß dass es um abstraktere Sachen geht, um Sachen, die man nicht immer... da geht es halt um Menschen. Menschen sind kompliziert und deswegen gibt es die Sozialwissenschaften, weil man wissen will, warum Menschen so ticken, wie sie ticken. Und ich persönlich sehe die Wirtschaftswissenschaften auch als Teil der Sozialwissenschaften, denn im Endeffekt, ja, die Wirtschaftswissenschaften wollen auch im Endeffekt wissen, warum machen Menschen das, was sie tun. Rechtswissenschaften haben ein bisschen anderen methodologischen Background, sodass es manchmal ein bisschen schwer sein kann, diese Perspektive einzunehmen. Ja? Also Empirie, Theorie. Und deswegen finde ich es auch gerade so wichtig, in so einer Vorlesung hier für Wirtschaftsrechtler auch das Thema Empirie anzusprechen. Einfach, weil Sie ja sehr wahrscheinlich nicht als reine Juristen irgendwann arbeiten werden, sondern auch mit Wirtschaft zu tun haben werden. Und da geht es viel um empirische Fragen. So, wie beantwortet Wissenschaft Fragen? Wie ich eben schon angedeutet habe, sollte man empirische Phänomene nie rein theoretisch erklären. Man braucht auch eine empirische Betrachtung. Ja, man kann versuchen, etwas rein theoretisch zu erklären. Das ist dann, wenn mein Sohn irgendwas sieht und eine Theorie, also eine halbe Stunde lang darüber fantasiert, warum das so sein könnte und so. Aber das ist eine rein theoretische Erklärung. Ja? Man weiß nicht, ob es stimmt oder nicht. Und
wenn man das nicht weiß, wenn man das nicht überprüfen kann, dann wird es irgendwann beliebig. Und ja, Wissenschaft sollte alles andere als beliebig sein. Das heißt, wenn wir ein Phänomen erklären wollen, dann brauchen wir nicht nur Theorie, sondern auch eine empirische Betrachtung. Wir müssen versuchen, das Phänomen irgendwie empirisch zu betrachten. Was bedeutet das? Naja, etwas empirisch betrachten bedeutet zwangsläufig auch Observation. Ne? Also wir beobachten das Phänomen selber. Aber das ist nicht so trivial, wie es klingt, denn einfach nur hingucken reicht typischerweise nicht. Ne? Sonst könnte, ja, also sonst wäre es ja ziemlich leicht. Was meine ich damit? Nehmen wir das folgende Beispiel. Die Forschungsfrage, für die wir uns interessieren, ist, wir wollen wissen, was ist die Anzahl der Zähne in einem Pferdegebiss? Können wir diese Frage rein theoretisch beantworten? Ich will wissen, wie viele Zähne sind in einem Pferdegebiss. Können wir das rein theoretisch beantworten? Tipp, ist es ja oder nein? Nein, wir müssen zählen. Ja, also es macht total Sinn, dass wir Zähne zählen gehen müssen. Ja, also wir müssen in Pferdemäuler gucken. Okay, aber das ist nur der erste Schritt jetzt. Die Feststellung, wir müssen irgendwas Empirisches machen. Reicht es denn, wenn wir das erstbeste Pferd nehmen, das wir finden, und da in das Maul reingucken? Nein, das reicht nicht. Es kann sein, dass das Pferd weniger zählt. Also als typischerweise. Genau, es reicht nicht. Ne? Es könnte ja ein Ausreißer sein. Es könnte weniger Zähne als ein typisches Pferdegebiss haben. Nicht nur das, die Anzahl der Zähne könnte abhängen vom Alter, vom Geschlecht theoretisch, könnte von der Rasse abhängen. Das sind jetzt theoretische Argumente. Meine Stimme verlässt mich. So, was würden wir also machen? Die Wissenschaftlerin würde also anfangen, systematische Stichproben zu betrachten und dann aus diesen Stichproben Durchschnittszahlen zu berechnen, unter Berücksichtigung diverser Charakteristika, zum Beispiel Rasse, Geschlecht, Alter und so weiter. Und dann würden wir wahrscheinlich auf eine Durchschnittszahl kommen. Vielleicht kann man das aber auch endgültig beantworten, ne? Dass ein Gebiss typischerweise so maximal so und so viele Zähne hätte. Aber der Punkt ist, Sie sehen, es reicht nicht, einfach nur einem Pferd ins Maul zu schauen. Wir müssen eine Stichprobe ziehen. Wir müssen ganz viele Pferde anschauen. Wir müssen theoretisch nach Australien fliegen und gucken, okay, haben australische Zähne vielleicht, australische Pferde vielleicht mehr Zähne oder weniger und so weiter und so weiter. Und in der Regel gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, ein Phänomen empirisch zu untersuchen. Das ist einerseits schön, weil es dann Diversität in der wissenschaftlichen Forschung geht. Andererseits, was machen wir denn, wenn unterschiedliche Studien zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen? Da müssen wir uns natürlich fragen, woher kommen diese Unterschiede? Liegt es vielleicht an der Methodologie selber oder liegt das an irgendwelchen Fehlern und so weiter? Sie merken schon, ich bringe das Wort Methodologie rein. Ja, statt Betrachtungsweise können wir auch Methodologie sagen. Ja, also die Art, wie wir ein Phänomen empirisch anschauen, dazu können wir auch Methodologie sagen. Ja, wir könnten nur Pferde anschauen, die genau zwischen dem zweiten und dritten Geburtstag sind. Das wäre unsere Methodologie. Oder wir
wir schauen uns nur Pferdeskelette an oder so. Ja? Das könnte auch eine Methodologie sein. Sie merken, ich bin kein großer Biologe. Aber der Punkt ist, man kann das auf unterschiedliche Weisen machen. Und eine wichtige Sache, eine wichtige Erkenntnis aus diesem Kurs, die Sie mitnehmen sollten, ist, dass die Betrachtungsweise, die Methodologie, dass die halt auch einen Einfluss darauf haben kann, was am Ende rauskommt. Soweit Fragen, Anmerkungen? So eine ganz wichtige Unterscheidung in der wissenschaftlichen Forschung, die wir machen müssen, ist zwischen empirischen Begriffen und normativen Begriffen. Weiß denn jemand den Unterschied zwischen empirisch und normativ? So ähnlich. Also der empirische Aussage wäre, heute sind es 20 Grad in Kassel im Durchschnitt. Normative Aussage wäre, ist das nicht ein tolles Wetter da draußen? Sie merken, den Unterschied ist die Bewertung, ne? Es gibt Leute, die finden das Wetter total blöd, die finden das total gut. Es ist normativ, es ist eine Meinung drin. Und eine rein empirische Frage ist eine rein beschreibende Sache. Ja? Also an 20 Grad Celsius ändert die Meinung, wie man das Wetter findet, nichts. Um es ganz kurz zu sagen, das eine sind Ist-Fragen, wie ist etwas, das ist empirisch. Das andere sind Soll-Fragen, wie sollte etwas sein. Ne? Denn da steckt drin, wie ich etwas finde. Zum größten Teil versucht man in der Wissenschaft, empirische und normative Fragestellungen zu trennen. Aber ganz oft ist es so, dass man normative und empirische Fragen nicht mehr trennen kann. Ein Beispiel. Nehmen wir das Beispiel Politiker. Ja, also die arbeiten jetzt nicht wissenschaftlich, aber das ist ganz gut. Das Beispiel trotzdem. Politiker beschäftigen sich ganz klar mit normativen Fragen. Warum? Genau, also Politiker fragen eigentlich immer, wie sollte etwas sein? Keine Ahnung, wenn sie im Finanzministerium sind, wie sollte der Steuersatz sein? Ne? Was für einen Steuersatz wollen wir? Ist das der richtige? Und eine empirische Frage wäre, wie hoch sind die Steuereinnahmen dieses Jahr zum Beispiel? Ne? Und für Politiker, viel allgemeiner gesagt, könnte man sagen, es geht immer darum, ob ein bestimmtes Gesetz, eine bestimmte Politik angemessen ist für die Gesellschaft. Ne? Ob sie so sein sollte, wie sie ist. Das heißt, die normative Zielsetzung von Gesetzen ist typischerweise vorgegeben durch die Politik, aber die Erreichung dieser normativen Ziele ist häufig eine empirische Frage. Warum? Wenn zum Beispiel das normative Ziel lautet, die Arbeitslosigkeit zu senken, das ist ja eins der Lieblingsziele von Politikern weltweit, dann braucht man natürlich Erkenntnisse aus der empirischen Arbeitsmarktökonomik, man braucht Erkenntnisse aus der, keine Ahnung, Arbeitssoziologie, vielleicht, bevor man sich für eine bestimmte Gesetzgebung entscheidet, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und dann, da sehen Sie schon, bei Politikern ist es so, dass sie sich auch mit empirischen Fragen auseinandersetzen müssen. So, und aber ein bisschen näher an dem, was uns beschäftigt hier, ist vielleicht die Frage,
das Problem, manchmal kann es passieren, dass normative Vorstellungen auch eine empirische Untersuchung verzerren können. Ja, was meine ich damit? Das Lehrbuchbeispiel ist, es gibt eine empirische Untersuchung eines Medikaments und da könnte zum Beispiel die Fragestellung der Wissenschaftlerin sein, der Effekt des Medikaments auf die Lebensdauer des behandelten Menschen. Das ist jetzt erstmal, erscheint das eine rein empirische Frage, aber implizit, normativ steckt da drin die Vorstellung drin, dass ein längeres Leben auch wünschenswert ist. Ja? Aber wenn Sie sich vorstellen, ich möchte jetzt nicht über Ethik mit Ihnen diskutieren, aber wenn Sie sich vorstellen, dass das Leben des Patienten verlängert wird, aber die restliche Lebenszeit unter sehr starken Schmerzen ist, dann ist es zumindest keine eindeutige Antwort darauf. Da gibt es zumindest keine eindeutige Antwort, ob es unbedingt normativ das längere Leben das Ziel ist. Ja? Das ist das Lehrbuchbeispiel. Aber Sie sehen schon, oft ist in empirischen Fragestellungen implizit eine normative Vorstellung drin. Ja, und das Wichtige ist nicht, dass wir immer versuchen müssen, das Normative rauszuschmeißen, sondern dass wir uns darüber bewusst sind. Ja? So, der Prozess wissenschaftlicher Forschung, den kann man, das sieht jetzt ziemlich ordentlich aus, aber ich versichere Ihnen, es ist in der Regel sehr unordentlich, wie Wissenschaft stattfindet und chaotisch. Aber zumindest im Lehrbuch kann man so tun, als ob es eine klare Struktur hätte. So, wie fangen wir an? Der Kommilitone hat es vorhin schon gesagt, wir brauchen eine Fragestellung, ein Phänomen, das uns interessiert oder von dem unser Bachelorarbeitsbetreuer sagt, dass es uns interessieren sollte. Ja? Zweitens, wir formulieren mögliche Erklärungstheorien, warum das Phänomen so ist, wie es ist oder wie es sein könnte. Aus diesen Erklärungstheorien leiten wir Hypothesen ab. Viertens, wir entwickeln eine Studie, um diese Hypothesen zu überprüfen. Aus den Ergebnissen der Studie können wir dann die Hypothese entweder verwerfen oder beibehalten. Und fünftens, durch die Ergebnisse der Studie, durch dieses Ergebnis, dass wir entweder die Hypothese verwerfen oder beibehalten, kommen wir dann wieder zurück, können wir dann die Theorien, die wir vorher hatten, verändern oder vielleicht ersetzen, je nachdem, was angemessen ist. Und wir gehen wieder zu 1 zurück. Das heißt, Wissenschaft ist nie abgeschlossen, Wissenschaft ist ein ständiger Prozess. Es gibt nicht eine Erkenntnis, wo wir sagen würden, das ist jetzt endgültig, ja, sondern das kann man immer noch mal verbessern oder in bestimmten Umständen sind Ergebnisse anders. Genau, das ist quasi ein ständiger Prozess. Ja. Also bis zu einem bestimmten Zeitpunkt war die Vorstellung, die Erde ist eine Scheibe. Und da gab es auch wissenschaftliche Argumente für. Und irgendwann war es dann plötzlich, die Erde ist eine Kugel. Vielleicht kommen wir irgendwann zurück zu der Erkenntnis, dass die Erde eine Scheibe ist, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist Wissenschaft immer ein Prozess. Okay, wenn Sie gut aufgepasst haben, haben Sie vielleicht gemerkt, dass ich nicht davon spreche, etwas zu beweisen, sondern etwas, eine Theorie zu widerlegen oder zu verwerfen. Warum ist das so? Bei unserer Art von Wissenschaft, bei empirischer Wissenschaft, geht es nie darum, eine Theorie zu beweisen oder zu bestätigen, sondern darum, eine Hypothese zu widerlegen oder sie zu falsifizieren. Ja? Also falsifizieren ist das komplizierte Wort für widerlegen. Warum macht es Sinn, dass man versucht, eher etwas zu widerlegen, als es zu beweisen? Naja, das berühmteste Beispiel von Popper, nehmen wir an, die Theorie wäre, alle Schwäne sind weiß. Können wir das abschließend beweisen?
kann man das endgültig beweisen, dass es so ist, dass alle Sterne weiß sind? Sie schütteln den Kopf, warum nicht? Okay, nehmen wir an, ich könnte das machen. Ich könnte wirklich alle Schwäne auf der Welt mir anschauen. Und sie wären auch wirklich alle weiß. Wäre das ein Beweis? Ja, aber selbst wenn ich alle Schwäne auf der Welt mir anschauen würde und sie wären alle weiß, ist das immer noch kein Beweis dafür, dass alle Schwäne weiß wirklich sind. Es könnte ja... Ich habe ja keinen Beweis dafür, dass ein Schwan, der in, was weiß ich, 10 Wochen auf die Welt kommt, nicht weiß ist. Genau. Es könnte sein, dass der erste schwarze Schwan morgen geboren wird, nach meiner Untersuchung. Es könnte sein, dass es schon mal einen gegeben hat und dass er schon gestorben ist. Das heißt... das Konzept davon, dass wir etwas beweisen wollen, führt uns oft nicht weiter. Ja? Was wir machen können, ist falsifizieren. Ja? Wir brauchen nur einen schwarzen Schwan zu beobachten, damit wir die Theorie falsifizieren können, dass alle Schwäne weiß sind. Ja? Und je länger jetzt eine Theorie durch wissenschaftliche Überprüfung nicht widerlegt werden kann, desto robuster und besser von mir aus ist sie. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, dass wir Phänomene, ja, es ist schwer, etwas zu beweisen, aber falsifizieren geht, ja, gerade was empirische Forschung angeht. Das heißt jetzt nicht, dass es keine Beweise gibt. Ja, also in rein theoretischen Betrachtungen können wir natürlich Beweise durchführen, ne, zum Beispiel mathematische Beweise. Ne, denken Sie an Ihren Oberstufen-Matheunterricht, da haben sie bestimmt ein paar Beweise gemacht und die sind wirklich auch gültig, ja? Also unter den Annahmen, die da getroffen werden. Das heißt, man kann wirklich einen formalen Beweis machen, dass 2 plus 2 4 gibt. Man kann auch den Beweis machen, dass 2 plus 2 nicht 5 ist, zum Beispiel solche Sachen. Aber empirisch gesehen führt uns das Konzept von Beweisen nicht so furchtbar weit. So, an dieser Stelle möchte ich Ihnen noch einen kleinen Überblick geben über empirische Forschungsmethoden. Erstens, Forschung kann im Labor durchgeführt werden. Das ist vielleicht so ein bisschen das Klischeebild, was einem in den Kopf springt, wenn man das Wort Forscher hört. Forscher ist jemand mit einem weißen Kittel, der irgendwo im Labor Experimente mit Ratten durchführt. Mäusen? Ratten? Laborratten. Genau. Laborforschung. Was stellen Sie sich denn vor, was für Vorteile hat denn Forschung, die wir im Labor durchführen? Welche Vorteile bietet Laborforschung? Genau, das ist eigentlich das Allerwichtigste in der Laborforschung. Ne? Wir können genau kontrollieren, welche Faktoren am Wirken sind in dem Laborexperiment. Das heißt, bei Laborexperimenten können wir irrelevante Faktoren fast vollständig ausschließen. Okay. Toll. Warum machen wir dann nicht immer Laborforschung? Naja, wenn es um rechtliche Fragen geht, wenn es um gesellschaftswissenschaftliche Fragen geht, wenn es um Menschen überhaupt geht, dann ist natürlich das Setting von einem Laborexperiment sehr künstlich. Ja? Eine soziale Situation rein in einem Labor, es kann sein, es gibt natürlich Experimente, wo soziale Situationen in einem rein kontrollierten Setting gemacht werden. Aber die Frage ist, ist das dann immer noch die gleiche soziale Situation, wie wenn sie in der Realität passieren würde? Vielleicht gerade deswegen nicht, weil die äußeren irrelevanten Faktoren nicht da sind. Ja?
Das heißt, ein Problem, das wir haben mit Laborforschung, ist, dass die Ergebnisse, die wir dort haben, schlecht generalisierbar sind. Ja? Also wir können zwar alle irrelevanten Faktoren ausschließen, aber das heißt auch, dass nur in dieser Art von Setting diese Ergebnisse gültig sind. Ja? Ganz viele Ergebnisse, die Sie jetzt die Sie in der Presse hören, von wegen dies und das ist krebserregend oder das und das ist gut für die Gesundheit, oft sind solche Ergebnisse basiert auf irgendwelchen Experimenten an irgendwelchen entweder kleinen Tieren oder Bakterien, ja? Dass Bakterien sich besser vermehren oder so. Und das ist natürlich eine Frage, ob das wirklich so generalisierbar ist, und typischerweise ist das nicht so. Und dieses Problem der Generalisierbarkeit trifft umso mehr für Sachverhalte zu, die uns als Ökonomen und Rechtswissenschaftler interessieren. Okay, trotzdem gibt es aber Forschung, bei der rechtliche Fragestellungen im Labor untersucht werden. Es ist sogar ein relativ, würde ich sagen, wachsendes Forschungsfeld. Könnten Sie sich irgendwie vorstellen, wie das aussehen könnte, eine rechtliche Fragestellung im Labor? Nicht mit Mäusen, sondern mit Menschen. Okay, Sie haben die Frage komplett falsch verstanden. Ich meinte nicht, welche rechtlichen Faktoren relevant sind für Forscher im Labor, sondern wie kann man rechtliche Fragestellungen in einem Laborexperiment untersuchen. Ja, was ich zum Beispiel meine ist, ich könnte ein Labor aufbauen, wo es ein Zebrastreifen zum Beispiel gibt oder von mir aus eine Ampel. Ja? Und dann das Subjekt, also der Mensch, und gucken, okay, bleibt er bei Rot stehen zum Beispiel bei der Ampel oder nicht. Ja? Und alles andere wäre ausgeblendet. Und dann könnte ich gucken und, keine Ahnung, wenn ich dem, wenn der alkoholisiert ist, ja, hat das einen Einfluss darauf, ob er bei Rot stehen bleibt oder nicht. Ja, und da könnte ich fast alles kontrollieren an dem Setting, aber es war trotzdem sehr künstlich natürlich, weil es fahren keine Autos, es ist ein Labor. Aber trotzdem könnte ich versuchen, rechtliche Fragestellungen im Labor zu untersuchen. Typischerweise sieht das so aus, dass das Labor ein PC-Pool ist und da die Subjekte irgendwelche Spiele am Computer zusammen gegeneinander spielen, wo rechtliche Fragestellungen programmiert sind quasi. Und ja, da merken Sie schon, das ist jetzt wahrscheinlich relativ weit weg von echten rechtlichen Situationen, aber das ist so ein typisches ökonomisches, rechtliches Laborexperiment. Ja? Vielleicht kommen wir dieses Semester ja auch nochmal dazu, sowas zu spielen. Ja, aber ich denke, die Message wird klar. Experimente sind einerseits toll, weil wir die irrelevanten Faktoren kontrollieren können, andererseits schwer generalisierbar. So, jetzt könnte man sagen, wir könnten ja auch ins Feld gehen. Man muss ja nicht unbedingt im Labor sein, man könnte ja auch eine Feldforschung betreiben, man könnte in die Situation reingehen, keine Ahnung, wenn uns irgendwas interessiert, was was einen echten Fall vor Gericht betrifft, dann könnten wir als Beobachter in Gerichtsfälle reingehen und das beobachten, Daten sammeln und so weiter. Und dann haben wir natürlich einerseits das Ergebnis, unsere Ergebnisse werden generalisierbarer, ja, sie werden realitätsnäher. Andererseits haben wir auf einmal jetzt viel mehr Faktoren, die irrelevant sind. Ne? Wir können nicht kontrollieren, was in einem Gerichtsfall passiert, was für äußere Faktoren es da gibt. Das heißt, Sie sehen schon, es ist fast immer ein Trade-off. Ja? Also, ob etwas generalisierbar ist und wie kontrollierbar die Umgebung ist, das ist ein Trade-off. Wir können fast nie beides optimal haben. Ein
Eine andere Forschungsmethode kann eine Simulation sein. Was meine ich mit Simulation? Denken Sie an sowas wie SimCity. SimCity ist eine Simulation. Es steckt quasi ein Verhaltensmodell drin in dem Computerprogramm, das sagt, die Leute verhalten sich grundsätzlich so und so und so und so und so und so. Und was passiert, wenn 1000 dieser Menschen aufeinandertreffen und immer wieder interagieren? Ja, und das kann man dann, das Schöne daran ist, am Computer können wir das beliebig oft wiederholen, diese Situation, und gucken, was dann passiert. Ja. Können unterschiedliche Parametereinstellungen laufen lassen. Ja, das Schöne ist Replizierbarkeit. Wir können es beliebig oft wiederholen. Das Problem ist natürlich, es ist eine rein fiktive Welt. Wir müssen unheimlich viele Annahmen reinstecken, wenn wir so eine Simulation laufen lassen. Aber gegeben diese Annahmen haben wir dann interessante Ergebnisse. Aber auch hier ist dann das Problem Generalisierbarkeit. Also eine Computersimulation könnten wir uns quasi vorstellen wie ein Laborexperiment, das wir komplett in den Computer reinstecken. Dann eine weitere wichtige Forschungsmethode ist Umfrageforschung. Umfrageforschung, die entweder in Live-Interviews oder mit zugeschickten Fragebögen durchgeführt wird. Und hierbei beantworten die Subjekte dann Fragen zu ihrem eigenen Verhalten oder ihren Plänen oder ihren Einstellungen, wie sie etwas finden. Und diese Art der Forschung erstmal Vorteile. Was meinen Sie denn, was könnten denn große Vorteile von so einer Methode sein? Ja, Umfrageforschung. Lassen wir die Vorteile mal kurz weg. Vielleicht mache ich eine Übungsaufgabe dazu. Was sind denn die Nachteile? Was könnten denn Nachteile bei Umfrageforschung sein? Es wird nicht ernst geantwortet, es wird unwahrheitsgemäß geantwortet. Ja. Die wirklich interessanten Umfragen sind ja zu kritischen Phänomenen. Ja. Zum Beispiel, wenn wir uns dafür interessieren, für das Phänomen betrunken Autofahren. Einerseits ist es viel leichter, jemanden am Telefon zu fragen, ob er diesen Monat schon mal alkoholisiert am Steuer gewesen ist. Einerseits könnte man argumentieren, jemand am Telefon, der 100% anonymisiert behandelt wird, hat eigentlich keinen Anreiz zu lügen. Andererseits könnte man sagen, gerade bei so sozial heiklen Themen, gibt es dann soziale Anreize, entweder zu übertreiben oder zu untertreiben. Ne? Also entweder man schämt sich dafür oder ja, man will sich nicht outen als jemand, der ab und zu mal betrunken Auto fährt und sagt, das habe ich noch nie gemacht. Oder man könnte auch denken, ich möchte irgendwie besonders als besonders wilder Mensch rüberkommen und ich sage, schon 5-mal diesen Monat oder so. Oder wenn das eine Umfrage wäre, haben Sie schon mal illegale Downloads runtergeladen? Da könnte ein Jugendlicher sagen, wenn der cool erscheinen will, das habe ich schon ziemlich oft gemacht. Oder er könnte übertreiben, untertreiben, weil er sich schämt. Der Punkt ist, es gibt Anreize, nicht wahrheitsgemäß zu antworten. Ne? Das ist das Hauptproblem der Umfrageforschung. Das müssen wir im Hinterkopf haben. Thank you.
es gibt auch Vorteile, aber das lassen wir jetzt mal aus. Fragen zu den Forschungsmethoden? So. Bevor die Wissenschaftlerin jetzt loslegen kann, also nehmen wir an, die Wissenschaftlerin hat jetzt ein Phänomen sich ausgesucht, was sie untersuchen will, bevor sie jetzt loslegen kann, muss sie sich erstmal grundlegende Gedanken zu Definitionen und Messungen machen. Warum? Warum müssen wir uns Gedanken über Definitionen machen? Okay, Sie können jetzt vielleicht sagen, ist doch klar, wir müssen immer alles definieren, das ist trivial, aber bevor wir ein Phänomen wirklich empirisch untersuchen können, müssen wir ganz klar definieren, was beobachtet werden soll. Das merken Sie spätestens, wenn Sie zum ersten Mal wirklich eine wissenschaftliche Arbeit schreiben müssen. Und zwar wird hier unterschieden zwischen einerseits konzeptionellen Definitionen und andererseits operationalen Definitionen. Ja? Also nur weil wir uns für ein Phänomen interessieren, heißt es nicht, dass wir schon klar definiert haben, worum es überhaupt geht. Ja? Eine konzeptionelle Definition wäre eine abstrakte Aussage darüber, was das Phänomen eigentlich ist. Und die operationale Definition bezeichnet eben, was wir konkret in Bezug auf das Phänomen beobachten wollen. Telefon. Wenn man jetzt, warum ist das überhaupt wichtig? Wenn wir uns verschiedene Studien zu einem Phänomen anschauen, dann muss man sich da klar darüber sein, was für operationale Definitionen in diesen verschiedenen Studien verwendet werden. Nehmen wir an, wir hätten zwei Studien zum Thema häusliche Gewalt. Ich weiß nicht, ob das der deutsche Ausdruck ist, Domestic Violence. Konzeptionell befassen sich diese beiden Studien mit dem gleichen Thema. Aber wenn jetzt eine Studie das Thema operational sehr breit definiert, also häusliche Gewalt ist es schon, wenn jemanden anschreit oder überhaupt laut wird. Und die andere Studie könnte das sehr eng definieren. Ja, häusliche Gewalt ist es, wenn jemand krankenhausreif geschlagen wird. Dann ist es klar, dass diese Studien zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen und selbst wenn sie zu ähnlichen Ergebnissen kommen würden, sind sie nicht vergleichbar, weil sie unterschiedliche operationale Definitionen benutzt haben, auch wenn sie über das gleiche Phänomen sprechen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir Studien vergleichen. So, wenn wir uns jetzt auf eine operationale Definition festgelegt haben, müssen wir versuchen, das zu messen, was wir erheben wollen. Ne? Das klingt jetzt wieder ein bisschen trivial, aber da muss man sich auch bewusst entscheiden, wie misst man das. Grundsätzlich gibt es 4 Messskalen und von diesen Skalen hängt es ab, welche statistischen Methoden wir letztendlich benutzen können. Die erste Skala ist die Nominalskala. Was ist das? Das sind Daten, die eine reine Benennung von Kategorien darstellen. Beispiel Haarfarbe oder Geschlecht oder Telefonnummer. Das ist eine reine Benennung von einer Kategorie ohne Reihenfolge. Ja? Also eine Haarfarben kann ich kategorisieren und nebeneinander aufschreiben, aber ich kann nicht sagen, dass es da irgendeine Reihenfolge gibt oder irgendeinen Abstand. Es ist eine reine Kategorie. Was kann ich statistisch aus solchen Daten machen? Kann ich überhaupt statistisch irgendwas mit solchen Daten machen?
Ja, genau. Das ist das Einzige, was wir damit machen können. Wir können zählen. Ja? Wir können zählen, wie viele sind blond, wie viele sind rothaarig und so weiter. Andere Statistiken können wir nicht damit machen. So, die nächste Skala. Daten, die ordinal skaliert sind, bringen zusätzlich zu der Benennung noch eine Rangordnung in die Daten. Beispiel, Rangliste bei einem Wettlauf zum Beispiel. Ja? Oder die, wie heißt das, Bundesliga-Tabelle. Ist eine Rangordnung. Die Rangliste sagt uns, wer ist Erster, wer ist Zweiter, wer ist Dritter und so weiter. Die Rangliste sagt uns nichts darüber, was die Abstände sind zwischen dem Ersten und dem Zweiten und dem Zweiten und dem Dritten und so weiter. Ob die Abstände größer oder kleiner sind, darüber sagt uns die Rangliste erstmal nichts. Und interessanterweise, ein Beispiel für so eine Ordinalskala sind Schulnoten. Schulnoten sagen uns nichts über die relativen Abstände zwischen den einzelnen Noten. Ja? Okay, aber davon abgesehen, was meinen Sie denn, was man jetzt, was wir jetzt statistisch aus solchen Daten machen können, ist, wir können auch zählen. Ja? Also Sie merken, die Kategorie wird immer breiter oder enger. Wir können auch zählen. Ja? Wir können zählen, wie oft war jemand Erster, wie oft war jemand Zweiter oder wie viele Leute waren schon mal Erster oder so. Und was wir auch mit solchen Daten machen können, ist einen Median berechnen. Ja? Also eine Mediannote zum Beispiel oder den Medianrang von einem Sportler bei Turnieren zum Beispiel können wir ausrechnen. Aber mehr können wir damit auch noch nicht machen. Ne? Also viel können wir da nicht rausholen. Als nächstes gibt es die Intervallskala. Daten, die intervallskaliert sind, geben zusätzlich zur Benennung und zur Rangordnung auch noch die Größe der Abstände als Information an. Ja? Fällt Ihnen bestimmt irgendein Beispiel ein? Eine Messskala, wo wir Kategorie, Rangordnung und Informationen über die Abstände zwischen den Rängen haben. Was könnte das sein? Einfach sagen. Ja. Welche Informationen daraus? Rangordnung, Abstand zwischen den jeweiligen. Sie meinen die Punkte? Ja, Punkte, genau. Ja, genau. Also, was ich bei Ordinalskala gemeint habe, ist nur die Spalte Rang in der Bundesliga-Tabelle. Und die Intervallskala wäre dann zum Beispiel die Punkte. Ja? Also der Punkteabstand, wenn ein Team irgendwie 90 hat und das nächste 80. Dieser Abstand ist der gleiche, wenn der Abstand zwischen zwei anderen Teams zwischen 50 und 40 wäre. Ja? Das klassische Beispiel von der Intervallskala ist IQ-Test. Der gemessene IQ-Abstand zwischen zwei Personen mit IQ 130 und 120 ist per Definition genauso groß wie der gemessene IQ-Abstand zwischen zwei Personen mit IQ 60 und 50. Ja, das ist per Definition so. Ein anderes Beispiel, wenn wir bei den Wettkämpfen bleiben, wäre, wenn wir bei Weitwurf zum Beispiel die Information hätten, wie weit jemand geworfen hat. Ne? Dann, also der Abstand zwischen jemandem, der 50 Meter wirft und einem, der 40 Meter wirft, ist der gleiche wie zwischen jemand, der 30 wirft und einem, der 20 wirft. Ja? Also der Abstand zwischen den beiden ist gleich. Bei intervallskalierten Daten können wir auch zählen. Wir können auch den Median berechnen. Und zusätzlich können wir auch noch viel spannendere Sachen berechnen, nämlich den Mittelwert, die Standardabweichung und sogar Korrelationen. Ja, was es genau ist, schauen wir uns noch später an. So,
Und dann die nächste, das nächste Niveau ist dann die Verhältnisskala. Was ist jetzt da anders? Verhältnisskalierte Daten sind das gleiche wie intervallskalierte Daten, bloß dass wir einen absoluten Nullpunkt haben. Was heißt das? Beispiel Blutdruck oder Lebensalter. Ja, man kann nicht minus 1 alt sein. Längenmaße, man kann nicht minus 2 cm groß sein. Absolute Temperatur, es gibt einen absoluten Nullpunkt bei Temperaturen, also absolut gemessen. Warum brauchen wir das? Naja, bei verhältnisskalierten Daten können wir zusätzlich zu den Dingen, die wir mit intervallskalierten Skalen machen können, auch noch relative Aussagen machen. Wir können sagen, Person A ist doppelt so groß wie Person B. Ja? Oder es ist heute auf der absoluten Skala doppelt so warm wie gestern. Und wenn Sie irgendeine Skala wählen, die keinen absoluten Nullpunkt hat, dann können wir solche Aussagen eben nicht treffen. Aber Sie merken schon, intervallskaliert und verhältnisskaliert ist sehr ähnlich. Ja? Und man muss manchmal genau gucken, was der Unterschied ist. Und man kann die letzten beiden Kategorien auch einfach zusammenfassen und sie metrisch nennen. Also metrisch skalierte Daten sind entweder intervall- oder verhältnisskaliert. So, warum ist das wichtig? Ähnlicher Punkt wie bei den operationalen Definitionen. Auch bei der Messskala gilt, dass man durch die Wahl der Skala zur Messung eines Phänomens zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen kann. Ja? Also, wenn ich eine bestimmte Skala benutze, um ein Phänomen zu erklären, könnte das im Ergebnis eine andere Schlussfolgerung bringen, als wenn ich eine andere Skala benutze. Beispiel, völlig aus der Luft gegriffen, ein Bundesland könnte seine Bildungsausgaben zum Vorjahr um 50% erhöhen. Ja, ist ja okay, ist ja eigentlich was Gutes, ja, sie tun was für die Bildung, aber gleichzeitig könnte es sein, dass sie im Länderranking, das von irgendjemand vom Spiegel von mir aus veröffentlicht wird, abfallen. Das Länderranking für Bildung ist eine Skala, die Bildungsausgaben sind eine andere Skala. Ja? Das Ergebnis, was wir daraus ziehen, ist unterschiedlich, obwohl das die gleiche fiktive Situation beobachtet wurde. Noch vielleicht ein echtes Beispiel aus der Politik ist, als in Deutschland die Definition der Arbeitslosigkeit verändert wurde. Ja? Auf einmal waren es weniger Arbeitslose. Einfach nur wegen der Messskala. Ja? Also welche Personen da einbezogen werden und welche nicht. Okay, das Beispiel ist jetzt bezieht sich eher auf operationale Definitionen. Aber Sie sehen schon, wie ich etwas definiere und wie ich etwas messe, kann das Ergebnis beeinflussen. Und ich sage jetzt nicht, wir müssen das ausschließen, sondern ich sage nur, wir müssen uns darüber bewusst sein, besonders wenn wir Ergebnisse vergleichen. Okay, ich denke, das ist eine gute Stelle für eine weitere Pause. Ich würde sagen, wir machen um 2 Uhr weiter.